Gut 4 Jahre ist es her, dass Rosa ihre letzte CD veröffentlicht haben. Nun sitzen die 6 Musiker endlich wieder im Studio und arbeiten an einem neuen Album. Anders als ihre erste EP 50-50, die zur Hälfte aus eigenen und zur Hälfte aus gecoverten Titeln bestand und den beiden darauffolgenden Maxi-Singles Spießerschwein und Rosa Zeiten, wird die neue CD ein richtiges Album mit ausschließlich eigenen Titeln sein. Das würde ich mit dir teilen. Ich hoffe, dass da letztlich 12, 13 Songs drauf sein werden. Auf jeden Fall wird auch das Spießerschwein mit drauf sein, weil diese Maxi-Single Spießerschwein schon vergriffen ist und die Leute fragen danach. Also wir werden das irgendwie, neue Version vielleicht mal sehen. Wird noch nicht verraten. Stadtbahn ist vereist, du wärst gern mit mir verreist, würdest so gern bei mir sein, aber dir hängt Klotz am Bein. Auch wenn Rosa inzwischen seit 18 Jahren im Geschäft ist, steht die Band bei der Produktion von eigenen CDs noch relativ am Anfang. Das tägliche Geschäft als Liveband lässt ihnen ziemlich wenig Raum für die Entwicklung selbstgeschriebener Songs. Umso mehr darf man auf das neue Album gespannt sein. Produziert wird es, wie schon die beiden vorangegangenen Maxi-Singles auch, in ihrem eigenen kleinen Studio. Das garantiert ihnen die nötige musikalische und zeitliche Unabhängigkeit. Beim Erscheinungsdatum hält sich Rosa dann auch noch relativ bedeckt. Doch du musst dich schon selbst befreien. Du, es geht mir gut. Wir sagen definitiv kein Erscheinungsdatum aus folgendem Grund. Wir wissen das aus Erfahrung, zum Beispiel der Produktion dieser DVD, dass man immer in Zeitnot gerät, dass immer irgendwas schnell fertig werden muss. Und deshalb sagen wir, sie kommt nächstes Jahr raus. Und wann genau? Kein Kommentar.